Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Get in Your Horizon. Wir haben unser kleines Planschbecken da drüben mal verbessert und haben mal die Tanks reingebaut. Die sind zwar noch nicht unten angeschlossen. Muss ich mir auch noch überlegen, wie ich das mache. Ich glaube, ich werde einfach Kabel nach unten ziehen. Auch noch nicht lang her. Vor allem, wenn man die Tanks falsch aufbaut, dauert das etwas länger. Aber der ist voll. Die nicht. Dummheit. Ja, genau. So, dann haben wir da, genau, da haben wir nämlich dann draus auch ein kleines Ding gemacht. Wir haben das dann gleich ein bisschen optisch noch gemacht, weil wir gesagt haben, okay, wir machen dann auch gleich Becken rein, die, wo man halt sehen kann. Und wie wir das jetzt genau weiterverfolgen, weiß ich noch nicht. Also wie gesagt, entweder wir gehen mit den Pipes nach unten und gehen nochmal nach vorne, machen dann hier einen Zulauf auf die Wasserversorgung. Decke müssen wir natürlich noch sauber machen, das ist klar. Aber wie gesagt, da sind 4 Millionen drin. Da sind mittlerweile auch 4 Millionen drin. Also wir können schon mal zufrieden sein. So. Was mache ich jetzt als allererstes? Wir schauen uns mal ein paar Sachen an. Denn wir brauchen noch ein paar Kleinigkeiten. Und zwar, es gibt bei den Quests LV, war das, soweit ich das gesehen habe, oder MV? MV. Gibt es hier nämlich ein Print Press Chase. Dafür brauchen wir Sealed Wood Sticks. Dafür brauche ich Seed Oil im Chemical Bath. Und Seed Oil stelle ich her, wo? Im Fluid Extractor, ne? Muss ich nur gucken? Scheißegal, okay. Habe ich hier ein Chemical Bath übrig? Ich vermute, nö. Da ist ein Chemical Bath, okay. Chemical Bath. Chemical Bath. Dafür brauche ich einen Konvoier, eine Pumpe, ne, zwei Konvoier, zwei Pumpen, zwei Glas. Ein bisschen dies, ein bisschen das. Okay. Zwei Glas, die habe ich noch. Apropos, ich schau mal, habe ich hier noch Sand übrig? Nein, aber ich habe hier Gravel. Das habe ich jetzt nämlich auch schon gelernt, weil, wie gesagt, wir müssen ja noch, uns was bauen. Damit wir auch irgendwann mal alles Mögliche in unendlich haben. Ja, wir müssten ja, also vernünftig wäre eine, ne, dass man halt eine fortlaufende Sache macht. Ne? Also man sieht, ne, Forgehammer, kommt ein Kabel rein, macht man Gravel. Ne, aus Kabel kann man sich so craften. Genau. Und der Rockbreaker macht nämlich aus nichts Kabel. Kann man Stein irgendwie. Kompressor. Okay, Rockbreaker. Ist okay. So, wir schauen uns aber nochmal den Stein an. Ob es da noch eine andere Möglichkeit gibt? Nein. Also es gibt einen Rockbreaker. Also schauen wir mal schnell an. Rockbreaker. Ah, okay. Die gibt es auch in der GT-Variante. Cool. Ah, da kann man halt dann irgendwann hingehen und sagen, okay, wir bauen uns einen Rockbreaker und wenn der aus Luft Stein macht, super. Also das heißt, wir werden dann da auch was auf jeden Fall für uns machen. Ja, und dann wird es halt geben, dass dann halt Steine hergestellt werden, die dann auch gleich gebrannt werden und zu
Kies verarbeitet werden und zu Sand verarbeitet werden. Und dann vielleicht auch noch gleich zu Glas. Also so eine Art Steinmetz oder Steinbruch. So, wir brauchen auf jeden Fall zwei Konvoyers. Ich brauche auf jeden Fall. Wir brauchen zwei Maschinen, das heißt, wir brauchen 16 Stahl. Auf jeden Fall, in dieser Session muss für mich klar sein, dass die Chemiestation definitiv arbeitet und normalerweise, und da bin ich auch ganz ehrlich, muss auch, was? Fruit Juice? So ist jetzt Fruit Juice drin. Weil du darfst? Ich bin in einem Saftladen hier. Gib mir mal den da. Da? Geht nicht. Ausnehmen oder was? Gib mir mal den Rucksack da. Ich brauche das, danke. Ach ja, sehr gut. Ich aus dem wieder aufräumen. Okay, Fruchtsaft ist kein Flüssigkeit. Wir haben jetzt mal neu, aber ist gut. Ja. Also. Dann heißt das da mal rein. Da rein. So, ich bin auch mittlerweile beim Überlegen, ob ich demnächst mal die Baumfarm umstelle. Also nicht von der Position, sondern von den Bäumen, weil momentan läuft sie gar nicht. Weil ich bin nämlich beim Überlegen, müssen wir halt mal testen, ob das dann so funktioniert, dass wir da mal die Rubber Trees hinstellen, ob das funktioniert. Also ich brauche Zinnkabel. Ich brauche auf jeden Fall eins. Ich sag mal. Ne, ich habe hier gar keins. So, das heißt, ich werde jetzt das mal switchen. Genau, das ist ein Chemical Reactor. So, 7. Wire. Nein, falsch. Das ist Zinn. Und ich muss ich auf jeden Fall darüber stellen. War jetzt gerade wichtig, dass ich auch vorher schon mal meine anderen Teile da gemacht habe. Auf jeden Fall mindestens zwei Kabel. Wenn ein Item-Output gemacht hätte, dann hätte ich auch bestimmt mein Kabel bekommen. Na komm, danke. Wir haben drei Kabel, wir haben zwei Glas. Auch noch eine Pumpe, ich brauche noch Circuits. Circuits mindestens 4. Die Pumpe haben wir, glaube ich, auch noch übrig. Den Eimer kann ich wegräumen. Pumpe, genau. So, dann hätte ich gesagt, ich habe hier gar nichts mehr frei. Mich bald selbst disziplinieren hier. Genau, Circuits waren unten. Das und das. Ja, Chemical Bath. Sehr schön. So, aus dem Chemical Bath, wir wollen ja diese Teile hier haben, diese Sealed Woods. Seed Oil.
So, Chemical Bath, da wird das Zeug hergestellt. Jetzt brauchen wir noch einen Fluid Extractor. Da brauche ich bestimmt eine Pumpe. Eine Pumpe, einen Piston, zwei Glas. Jetzt wisst ihr, warum, dass ich wieder Glas reingeschmissen habe. Also, einen Piston, eine Pumpe. Und Glas kann man momentan sowieso nicht mehr genug haben. Bei Glas. Ja. Also. Pumpe, Pisten, das, du dahin, zwei Glas. Basic Fluid Extractor. Bin mal stolz auf mich, ich habe das sofort auf einen Anhieb gekriegt. Deutschein. 1, 2, 3, 4, 5. Fünf, sechs, sieben, acht. Wenn ich jetzt die Kiste, na, ich tue die Kiste jetzt hier mal hier weg. Stell die da drauf. Dann heißt es 1, 2, 3. Und ich brauche aber achtfach. Aber achtfach Zinnkabel müsste ich draußen haben. Habe ich jetzt drei aufgemacht? Brauche nur zwei. Weil ich drei Kabel noch habe. Ich habe das vorher gerochen. Nee, wir machen nur zwei. Ist mir egal. Auch wenn ich jetzt noch ein Kabel übrig habe, kann man immer brauchen. So, also das heißt jetzt, ich habe jetzt den Basic Fluid Extractor, der kommt hier hin. Und das Chemical Bath kommt hier hin. Dann heißt es jetzt, ich gehe mit meinem Wrench hier hin. Mit dem Wrench gehe ich dahin. So. Das heißt jetzt, wenn ich jetzt Seeds habe und ich könnte mir vorstellen, wo ich welche rumfliegen habe. Habe hier Barley Seeds drin. Moment, ich habe doch bestimmt in meiner Kiste draußen Pumpkin Seeds rumfliegen. Ich kenne mich. Melon Seeds habe ich und Pumpkin Seeds. So, wie macht man den Pumpkin Seeds? Im Pulverizer. Ich hätte jetzt eigentlich eher gedacht im Forge Hammer. So. Gott, das dauert immer noch ewig. So, also das heißt jetzt, du kriegst jetzt den Fluid Extractor ab. Du machst jetzt Seed Oil und du machst mal einen Fluid Output. Danke. So, jetzt brauchen wir 8 Sticks. Ich krieg mal. Eins. Batterie noch drin? Ja. Mach mich mal glücklich, mach mal leise. So, 8 Sticks haben wir auch. Oh, Chemical Bath ist angenehmes Gerät. Geile Geräusch. Mit dem Muffler, danke. Wait, please. Okay, der hat es nicht geschafft, aber wir haben ja noch 28. Macht's auch für was Sinn, Pumpkins anzupflanzen. Beste Seedquelle mit. So, wir haben schon mal drei, das heißt, wir brauchen acht. So, was haben wir denn hier? Ihr braucht Sealed Wood Planks. Das heißt Wood Planks. Es heißt, ich brauche mehr Pumpkins. Wir gehen Kürbisse holen.
Dum-di-dum-di-dum-di-dum-dum-di-dum. So. 18 Stück. Müsste es für alle Sachen reichen, wo wir brauchen. Hoffe ich. So, da rein. Der hat's nicht mal geschafft, Wahnsinn. Meine 8 Dinger zu machen. Nicht mehr nur, und der braucht nur 60. Die anderen Dinger brauchen jetzt weitaus mehr. Was habe ich jetzt gelesen? 80 oder 120? 120. Und davon brauche ich jetzt 7 Stück, oder? Ich nehme mal 7. Nein, ich brauche nur 6. Ich brauche Schlaf. Yum, yum, yum. Also mein Männchen weiß schon gar nicht mehr, glaube ich, was ein Bett ist. Und 30 Stück rein. 6 Stück rein. So, okay, also dann brauchen wir noch was. Wir brauchen Aluminium. Ich brauche noch Printed Press. Okay, das ist ja... Das haben wir schon mal vorbereitet. Printed Press. Ich weiß, ich brauche davon irgendwann noch mehr. Ich brauche Aluminiumplatten und ich brauche Sealed Wood. Oh Mann. Alles klar. Ich muss mal gucken, ob ich noch mehr Pumpkins habe. Mann, Mann, Mann. Lass mal in die Küche laufen. Vielleicht habe ich da drüben noch welche rumliegen. Das ist total schlimm. Weiß gar nicht, habe ich die Pumpkins schon aufgeräumt? Das Sitz habe ich auf jeden Fall da. Ist eine schöne Zahl, das heißt, ich laufe da vorbei, da gibt es noch mal eine dazu. Als Bonus, dann sind es 32. Das ist eine noch schönere Zahl. Ah, das heißt aber auch, ich muss mich jetzt dann intensiver mit den Feldern mal beschäftigen. Oh. 32, das ist ja Wahnsinn. Also ich brauche jetzt schon mal alleine nochmal 8 ich brauche schon mal 16 davon. Also, soweit ich das weiß, brauche ich die Dinger ja auch für die Bearbeitung. Okay, also wir haben Typesetting. Brauche ich jetzt da 5 oder 6? 5. Weg. Man sieht Öl sparen. Ja. Feuer das Zeug. Ja, also es wird immer wichtiger, dass wir jetzt dann anfangen, auch die Farm zu machen. Was ihr jetzt gleich seht, ich habe schon mal den Fluss ausgetrocknet. Dann habe ich schon mal diesen Bereich hier soweit gelegt. Das hier wird sich jetzt auch alles noch ein bisschen verändern. Das wird sich noch ein wenig nach oben verschieben. Bei dem bin ich mir jetzt halt gerade nicht sicher. Mache ich jetzt hier sozusagen hier dann die Baumfarmen hin und gehe von da drüben weg. Das heißt, ich habe hier meine ganz normalen Felder für alles, was Pam betrifft. Es gibt zwar noch eine Farming Station, dauert aber noch. Farming Station, glaube ich, kommt erst ab Mond, weil man Titan braucht. Ich hoffe, dass Titan Mond, das kann auch schon Mars sein, ich weiß es nicht. So weit war ich nie.
So, auf jeden Fall heißt es dann, weil ich hätte gesagt, ich hätte jetzt dann hier gerne noch so eine Art Schweinestall. Hier kommt der Schafstall hin. Da kommen dann Hühner und Hasen rein. Das heißt, wir haben das dann, ist dann zweigeteilt. Das heißt, hier kommen die Hühner, hier kommen die Hasen. Hasen gibt es ja Gott sei Dank durch den Twilight Mod. So. Ja. Ja, und ich bin halt gerade hier dabei, das ganze Feld jetzt aufzumachen. Hier sind wir schon beim Abtragen. Kommen dann auch noch Kies hin, wie hier, und dann wird das Wasser wieder mit reingefüllt. Ja, genau. Okay, so, dann was? Okay. Ah, wir haben zwei Stacks jetzt bekommen. Es müsste jetzt auf jeden Fall reichen. So. Piping, das heißt du. Ah, das hätte ich jetzt auch mit einer Woodframe-Box noch machen können, aber ist egal. Das heißt, ich brauche noch zwei Aluminium. Komm da rein. Heißt zwei Alus, dann die da. Genau, dann kommt der Frame kommt drüber. So, und jetzt muss ich mal gucken. Sealed Wood Frame. Im Assembler mit einer 4. Glaube, den habe ich drüben. Jeden Fall einen Vierer habe ich hier. Schön. Heißt es jetzt dahin? Wir haben ein Typesetting Table. So, und jetzt brauche ich nur noch als letztes die Printing Press. Dafür brauche ich eine Blaze Rod. Habe ich eine da? Beziehungsweise halt, wir müssen erst mal gucken. Saumiumplatte. Block of Steel, Block of Steel, Block of Steel. Dam, 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 dam. Das wird jetzt ganz böse, was ich jetzt da mache. Ich hoffe, dass dieser Trick überhaupt funktioniert. Ich habe ihn halt immer gemacht. Ich weiß nicht, ob das was bringt oder nichts bringt. So. Das heißt, ich muss jetzt zu meinem Holz latschen. Ich brauche Great Wood. Weil Great Wood hat, soweit ich weiß, Präzentatio drin. Und. Okay. Erbor oder sowas ähnliches. Also Holz. Hier einen Wald angelegt. Und ich habe immer noch nicht mein Crossbow auf meine Schnellleiste gelegt. Hey, nicht weglaufen. Und dann. Redwood. So, das heißt, ich habe jetzt hier. Ich einen raus und drei Erbor und für Saumium Ingots brauche ich glaube zwei, ne? Nie das Saumium. Nein, ich brauche vier. Mir wird gerade übel. Da verpeste ich ganz schön die Umwelt. Ja, da ist.
eins. Dann halt wenigstens nur zwei. Und das Schlimme ist, ich brauch's halt auch gleich für die Verbesserung, dass wir halt keinen Umweltverschmutzung mehr machen. Das wird jetzt großartig. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob das reicht. Ich nehme mal nochmal ein Stack mit. Also wie gesagt, ich bin nicht sicher, ne, wenn man das einfach wegmacht, ob das dann auch aus diesem Tank draußen ist. Wer das weiß, kann es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Denn, das wäre sehr interessant. So, wir haben jetzt da auf jeden Fall blub, blub, blub drin. Jetzt muss ich noch was gucken in meinem Saumium. Aber wir noch mehr können. Und zwar diese Brille. Die Brille brauche ich ja sowieso. Ich brauche dafür Hardened Leather. Hardened Leather. Das mache ich aus zwei Tenet Leather. Ja, ich glaube, da habe ich keine momentan mehr übrig. Das heißt, wir werden da... Für Strings müsste ich genügend da haben. Bei Spinnen kill ich oft genug. Bisschen Leder habe ich auch da. Ich bräuchte... verdammt. Ich muss noch mal ins Lager. Da habe ich noch welche da. Auf 4, 8, 12, 16. Und gleich 4 Stück machen, weil wie gesagt, die blöden Dinger brauchen 10 Minuten. Ich kann ja mal gucken. Vielleicht gibt es mittlerweile eine Möglichkeit... Phosphoric. Phosphorus Pentodix Dust. Ein Chemical Reactor mit Wasser. Oder Appetite mit 10 Wasser und Sulfuric Acid. Okay, Sulfuric Acid wäre das wenigste Problem. Habe ich einen Chemical Reactor, der wo am Wasser angeschlossen ist? Müssen wir gucken. Wenn wir den haben, können wir machen. Dauert nicht so lang. Ist auch egal wer. Weit haben wir ja. Ich brauche Leder. Ich habe momentan 10. Das heißt, ich habe jetzt dann 12. Das sind jetzt 3. 16. So, wir machen mal alles rein. Jetzt habe ich einen ganzen Stack dabei. So. Da habe ich jetzt auch einen ganzen Stack dabei. Mein Problem wird jetzt bestimmt sein, dass ich auch noch Baumwolle brauche. Und da weiß ich nicht, ob ich da genügend noch habe. Baumwolle habe ich noch nicht angepflanzt. Ja, also wie gesagt, mit den Feldern, das sind wir... Das bin ich auch gerade dabei. Das ist vielleicht sogar das Nächste, was wir machen. Dass wir dann erstmal nochmal ein so eine Art Häuschen baut für die Felder. Und wie gesagt, irgendwann die automatischen Felder kommen dann drüben hin. Aber da brauche ich dann auf jeden Fall Ender Chests, weil ich möchte nicht, dass die die ganze Zeit über so eine Reichweite transportiert werden müssen. Ich habe mal wieder Schuhe bekommen. So, Tanned Leather. Ah, Wufen Karten. Wie viel haben wir denn? Ah, 12. Super. Super Dose. Und hier haben wir auch noch welche. Ja, 13. Kommst du dahin? Du kommst dahin. Dahin. Dann liebe ich diesen Mod. So, 4.
8. 11. Da können wir sowieso noch nicht hinhängen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8. So, kommt noch eine Dolly hin. Und mein Nature's Compass, den können wir auch alle verwenden. Den haue ich da rein. So, dann haben wir auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen was da rumliegen. Und der kann jetzt schon mal arbeiten. Weiß halt nicht, ich glaube aber nicht, dass ich mit dem Saumometer sehe, was drin ist. Bringt mich dann gleich einer an oder so, von hinten. So. Halt. Und dann brauche ich ja noch Eisen, ne? Habe ich da recht? Genau. Und dann verunreinigt die Umwelt. Wird ganz toll. So, ich mache jetzt aber nur mal die zwei, wo ich auch machen muss. Wir werden dann beim nächsten Mal oder übernächsten Mal oder überübernächsten Mal. Weil ich habe ja schon gesagt, das möchte ich gerne in der nächsten Folge machen und das und das und das, genau. Dann wenn die nächste Folge 222 Minuten lang. Nein. Aber wie gesagt, ich gehe gerne 1, 2, 3, 4. So. 1, 2, 3, 4. Danke. Bis jetzt habe ich noch keine Suppe aufsteigen sehen. Kommt vielleicht noch, wenn ich nicht hingucke. So, habe ich noch Dosen? Ja, 6. Reinhauen. Die nächsten 20 Dosen mitnehmen. Nochmal reinhauen. Alter. Oh, Futter ist nicht schlecht, du. Das waren jetzt 12 Dosen. Müssen entweder sehr kleine Dosen sein oder der frisst wie ein Scheundrescher. Ah, sehr schön. Ich habe ja gesagt, reicht, ne? Nö, reicht nicht. Glückwunsch. Ich habe jetzt gedacht, ich bin fertig. Ja. Also. Printing Press. Genau, ich brauche das Saumium. Ich brauche eine Blaze Rod. Gott sei Dank war ich gerade im Lager. Gott sei Dank habe ich keine Blaze Rod mitgenommen. Weil ich nicht brauche, weil ich hier eine habe. Okay, haben nichts gesagt. Saumium Plates. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich schau aber lieber erst, ne? Lieber einmal geguckt, einmal zu viel geguckt, ne? Als gleich blöd geguckt. Wenn jetzt der von mir 9 Stück haben will, ne? Weil er es nur schneiden kann, dann hau ich ihn. Hat er Glück gehabt. So. Ich brauche Stahlblöcke. Alter. Das heißt, ich brauche jetzt 9, 18, 27. So, schmeiß mal den Kompressor. Ich hätte bestimmt wieder gefragt, sag mal, wo ist denn das ganze Stahl hingekommen? Ich habe doch Stahl gemacht. Keine Ahnung. Wo soll ich das wissen? Mhm. 3 Wochen später weiß das dann. Definitiv. So, Blaze Rod. Waren das jetzt Aluplatten? Ja. Vor allem das Schlimme ist, es sind nicht mal 3 Wochen, weil ich mittlerweile hinten dran hänge. So, okay, das haben wir. Was brauchen wir noch?
Einen elektrischen Motor in MV. Ich will wetten ab, dass ich keinen habe. Wette gewonnen. Ich brauche Rods. Ich brauche Cupronickel-Wire. Oh Gott. Bin ja froh, dass ich so vorbereitet bin. Wenigstens habe ich das schon mal gemacht. Könnt mir vorstellen, dass ich genügend Rods habe. Bin mir aber nicht sicher, ob ich auch magnetisierte habe. Waren da noch welche drin? Ja. Echt ein Stück. Als letztes Mal habe ich sie aufgeräumt. Ja, ich habe noch 12 gehabt, aber ist was. Ich brauche noch Copper Wire. Die habe ich definitiv. So, und jetzt brauche ich nur noch ein Cupronickel Wire. Einfach. Einen Motor. Der Motor kommt hin. Stahlblock ist auch fertig. Ich hoffe, dass der akzeptiert wird. Jawohl. Und wir haben eine Printing Press. Oh. Ich hätte mal gesagt, ich lager die Kisten um. Du kommst dahin und du kommst dahin. Dann kommst du nämlich dahin und du kommst dahin. So, das heißt jetzt, wir können mal schnell... The tile setting table and the printing press will allow you to duplicate books, including enchanted books. The process is kindly check out the Bibliocraft mod wiki page. You'll need to use XP to duplicate enchanted books, so now would be a good time to figure out how to collect large amounts. Genau, das heißt jetzt, wir können jetzt, wenn wir hier jetzt super Bücher haben, wie zum Beispiel Fortune oder Sharpness oder whatever, können wir jetzt dann hier drin, ne, dafür brauche ich dann so ein Frame nochmal. Elf Stück. Also, wollte gerade sagen, elf ist eine komische Zahl. Also als nicht als Zahl, aber als, ihr wisst schon. So, dann habe ich so ein Frame da drin. Das heißt, ich könnte jetzt dann da hingehen und das Buch reinlegen. Und dann kann man mit XP, soweit ich das noch weiß, also das nützt sich aber auch das Ding, die Bücher hier kopieren. Oder die oder so ein Charging Dingsbums machen. Und mit dem Ding, glaube ich, kann man es kopieren. Muss ich einfach nur, glaube ich, das Buch reinlegen, Tinte reinlegen. Ja, das werden wir auf jeden Fall rauskriegen. Das Geile ist, das vergesse ich jedes Mal, wenn ich das mache. So, 64 Emeralds. Okay, habe ich so viele Emeralds? Einen habe ich nicht. Emeralds Emeralds und 8 Books und ich kriege einen Enchanted Book Fortune 1. Aber Fortune 1 habe ich doch schon.
Ja, und ich weiß, dass ich die miteinander hochcraften kann über ein Anvil. Weiß noch nicht, was mir das bringt. Magic Touched One. Also, wie gesagt, dass ich die Enchant-Sachen runterkriegen date aus dem Zeug, das wäre viel interessanter. Aber, wie gesagt, wir können jetzt auf jeden Fall, wenn wir gute Bücher haben, können wir sie duplizieren. Okay, Tanned Leather. Weit bist du? Fertig. Dann hätte ich gesagt. Wachs. Bienenwachs, Bienenwachs, Bienenwachs. Kompressor, okay. Langsam merke ich, dass man den Kompressor auch hier öfters braucht. Forming Press, das war glaube ich der hier, ne? Ja. Ein Stück davon. Ein. Davon und einen davon. Ein? Achso. Ja, ich sollte vielleicht den richtigen reinlegen. Oh, der braucht wirklich. Achso, stimmt, der braucht. Was? Der braucht zwei? Der ein? Upsi. Dann, ja. Kriegt nur noch Sebo dann ein. Doch richtig rum. So, und was sagt jetzt mein Summoner damit können? Weil das hätte ich nämlich noch gern. Auch, ich brauche noch zwei Saumometer. Manometer! Ein Saumometer. Ein Shards. Habe ich noch Shards hier? So, schau mal, Schad, Schad. Okay. Geil, wenn er sagt ja, aber ich sehe es nicht wo. Nochmal. Ah, in der Saumkraftkiste vielleicht. Ja. Was für ein Zufall. Die sind da, wo sie hinkönnen. Okay, du kommst da und dahin. Also, was ein Saumometer geht viel einfacher. Braucht zwei Gold Castings. Jeweils einen Shard und einen Diamond Lens. Aber jetzt eher, da würde das Problem sein, dass ich zu wenig Platz habe. Ich brauche es sowieso. Die Münze gebe ich wieder ab. Bräuchte bitte jeweils einen Shard noch. Zack, zack, ich. Wow. Wenn er mir jetzt nicht angezeigt worden wäre, gelb, rot, blau. Also gelb, rot, blau.
Ich vermute grün. Genau. Halt habe ich hier. Nein, ich habe Double, keine einfachen. Wenn man mal schnell was machen will, ne? Mhm. Geht mal schnell gar nichts. Dann dauert es eher länger. Okay, Things, halt. Ich brauche noch eine Diamond Lens. Vor allem ist lustig ist, ich darf mir dann später noch mal eins machen. Oh, jetzt brauche ich aber erst noch einen grünen Short. Ich. Gott sei Dank kostest du nichts. So. Dann kommst du jetzt dahin und du kommst dahin. Du kommst dahin. Ich brauche jetzt zwei goldene Ringe. Ha, sehr schön. Noch da, zwei goldene Ringe. Einen goldenen Rod. Doch schön, dass wenn man sein Zeug aufräumt, dass man auch alles findet, ne? Und eine goldene Schraube. Habe ich nicht, aber dafür habe ich einen Bolt. Immer die Lathe an. Nimm aber immer jedes Mal die Wiremill. Faszinierend. So, und jetzt brauche ich bestimmt, ne, weil da noch ein Dings drin ist, Schraubendreher. Danke. Also. Was scheint es, dass ich ihn kriege? An der Pfeile. Ist klar. Danke. Ja, und jetzt brauche ich bitte meinen. Jetzt ist eigentlich scheißegal. Der ist zu klein, ich nehme den da. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ich habe jetzt mein Brillchen. Die Quest haben wir auch erledigt. Das war Novice Sommerturgie. So, und das. Und jetzt kann ich die dann, glaube ich, hier aufsetzen. Genau. Halt. Wir holen uns noch jetzt ein. Es kann auch sein, dass ich doch die Umwelt verpestet habe. Ich habe es nur nicht gesehen. Das ist natürlich auch noch möglich, ne? Dann fast schon real life. Man verpestet was und weiß es gar nicht. Hä? Was habe ich gesagt? Da liegt lauter Dreck rum. Ich geht weg. Ich hoffe, dass das auch wirklich so funktioniert. 1, 2, 3, 4. Und ein Ingot. Ja, und irgendwann kommen halt die 12 Arbor raus. Ja, und wie gesagt, unser Problem ist jetzt halt, dass wir dann, wenn wir Soundcraft das dann so machen wollen, dass wir das anders kriegen. Über Kristalle und sonstigen schöne Sachen. Ja, noch richtig schön, weil wir brauchen dafür nämlich Saumium-Blöcke. Nitor, ich brauche noch 5 Nitor.
Aber Nitro ist kein Problem, weil ich glaube, mit Fackeln und noch irgendwas kriegt man das hin, ohne Dreck zu veranstalten. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Gut, aber die Folge war jetzt etwas länger, weil der nette Drag noch eine Brille haben wollte, dass er was sieht. Da freut er sich. Das heißt, wir müssen uns jetzt dann auch demnächst nochmal ein schönes Rad basteln. Wir haben jetzt Seed Oil. Und ja, dann überlege ich mir mal, wie es bei der nächsten Folge weitergeht. Wenn ihr noch Fragen und Anregungen habt, dann schreibt es mir das auch in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und dann gibt es nur noch zu sagen, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.